Philipp, was ist das Wichtigste für Erfolg? Du meinst jetzt Routinen oder grundsätzlich eine einzige Angewohnheit oder ein Mindset? Auf was spielst du an? Okay, das ist eine sehr breit gefächerte Frage, muss ich zugeben. Ich wollte darauf hinaus, dass Erfolgsroutinen relevant dafür sind, dass man seine Ziele durchsetzen kann. Und wir haben so viele Fragen bekommen. Was macht ihr? Wie steht ihr auf? Wie geht ihr zu Bett? Habt ihr irgendwelche Dinge, Routinen, die man übernehmen könnte? Und ich glaube, du hast auch dieses Thema angesprochen und hast gesagt, hey, lass uns doch mal darüber sprechen. Aber ich glaube, wichtiger, bevor wir jetzt einzeln darauf eingehen, welche Routine habe ich, welche Routine hast du, ich bin der Meinung, egal welche Routine man hat, es ist besser erstmal überhaupt Routinen zu haben, als keine zu haben. Absolut. Warum? Ich glaube schon, die kleinsten Routinen sind etwas Wichtiges, um überhaupt mal einen Habitus, ja, das ist, sage ich jetzt mal, ein weiterer Begriff, einen Habitus zu formen, ist etwas, das wir immer wieder und wieder tun. Ich glaube, das macht absolut jeder Mensch, nur sind das nicht unbedingt gute, Positive. positive Dinge, ja, sondern man macht sich zum Beispiel unnötig Sorgen, man impulsive Eating, also man frisst etwas in sich rein, ob es jetzt beispielsweise Sorgen sind oder Essen. Oder man macht einfach Dinge, die einen davon abhalten, seine Ziele zu erreichen. Und man sollte sich positive Routinen schaffen, um eben ja, die Dinge zu erreichen, die man erreichen möchte. Im täglichen Leben, auf monatlich, auf jährlicher Zeitebene und so weiter. Aber warum? Warum ist der Mensch so ein Gewohnheitstier? Was glaubst du, ist der Grund dafür? Warum sind Routinen so wichtig? Warum können wir nicht einfach so uns gute Dinge vornehmen und sie dann auch einfach machen? Warum brauchen wir diese festgesetzten, ja, Anweisungen? Warum ist die Banane krumm? Ich kann dir das aus dem biologischen, aus der biologischen Sicht eines Menschen gar nicht sagen oder aus der psychologischen Sicht. Ich glaube einfach, das hat damit zu tun, dass wir uns durch, egal ob es jetzt positive oder negative Routinen sind, ein gewisses Maß an Sicherheit ins Leben holen. Ja? Wenn ich etwas immer wieder und wieder tue, dann ist es ein Ja. bekannter Raum. Ja? Also auch wenn ich mich keine Ahnung, wenn ich mir Schmerzen zufüge, ja, es gibt ja auch Leute, die fügen sich Schmerzen zu oder die wollen, dass andere Leute ihnen Schmerzen zufügen. Ja, auch das gibt ihnen in ihrem kleinen Raum ein gewisses Maß an Sicherheit, etwas Bekanntes, ja, an was sie sich Meine gewohnt These zu haben. dem Ganzen ist, also dem stimme ich zu, auf jeden Fall dieses gewohnte Umfeld, das danach strebt ja der Mensch immer wieder, ne? Aber ich glaube, was entscheidend dafür ist, dass man Routinen hat, ist, dass man versteht und weiß, dass Dinge wie Motivation, wenn du plötzlich motiviert bist, emotional sind. Gefühle, die du so nicht wirklich kontrollieren kannst. Wenn du aber an einem Ziel arbeiten möchtest und vorankommen willst, brauchst du etwas, was über Motivation, die schlagartig kommt und schlagartig geht, hinausgeht. Und das ist Disziplin. Und Disziplin kannst du am besten trainieren und dir aneignen mit Hilfe von Routinen. Und da sollte man dann dementsprechend mit kleineren, einfacheren Routinen anfangen, einfach um nur ein positives Momentum zu erreichen und dann langfristig betrachtet versuchen, seine Routinen so positiv wie möglich zu drehen, sage ich mal, wie es geht. Aber ich würde sagen, genug vom Thema an sich. Möchtest du anfangen? Was hast du für Routinen? Du, Ich also habe dich das noch nie gefragt. Ich bin ich hochgespannt. dich auch nicht, aber du bist ja hier erstens mal der Jungspund, dann natürlich der gut aussehende Mann mit der Erfolgsbräune hier. Deswegen, Die ich bin viel Erfolgsfreunde. gespannter, wie du es in deinen jungen Jahren, das haben wir ja in einem der letzten Podcasts gesprochen, was für einen unglaublichen Raketenaufstieg in komprimierter Zeit du hingelegt hast. Deswegen ist meine Frage hier an dich, sag du mir, was deine Routinen sind. Soll ich anfangen? Ich habe Bitte, kein Problem damit auf anzufangen. jeden Also Fall. erstmal feststellend, egal was für eine Routine man hat, es ist erstmal wichtiger, überhaupt eine Routine zu haben, als keine zu haben. Ich persönlich bin ein Mensch, ich breche meine Aufgaben gerne in die kleinsten Details runter. Und ich plane meinen Tag gerne sehr, sehr detailliert im Vorhinein. Das heißt, ich fange jetzt beim Vorabend an, weil das ist eigentlich relevanter als der nächste Morgen. Denn ich glaube, wenn du morgens aufwachst und du weißt nicht, was du vorhast und du musst erstmal überlegen, was prioritätstechnisch das Sinnvollste ist, das ist der falsche Ansatz ist. Deswegen plane ich am Vorabend erstmal grundsätzlich, was kommt in meinen Tag morgen, und ich blocke meine Zeitblocks. Also ich habe Zeitblocks im Kalender,
Und ich mache das zu einem, to a degree, also zu einem Ausmaß, in dem es vielleicht andere für lächerlich empfinden würden, dass ich private Dinge teilweise sogar, Kleinigkeiten rein notiere, aber so habe ich einen Überblick und so habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich innerhalb dieser Zeitblocks befinde und etwas nachgehe, an nichts anderes zu denken als diese Tätigkeit. Meiner Meinung nach gibt es quasi auch keine Ausreden dahingehend, ich habe zu viel zu tun. Ich glaube, es liegt einfach nur am Zeitmanagement. Siehe Elon Musk, der managt drei Unternehmen mit dem einen Elektroautos, mit dem einen Raketen, mit dem anderen künstliche Intelligenz und dann macht er noch irgendwelche Satelliten mit WLAN. Also möglich ist es auf jeden Fall, nur dein Management ist falsch. Und man muss auf jeden Fall in dem Zeitblock, in dem man ist und in der Tätigkeit, in der man ist, präsent sein und nicht an andere Dinge denken können. Deshalb mache ich das am Tag vorher, plane und dann kann ich am nächsten Tag quasi aufstehen und einfach nur den Dingen Schritt für Schritt nachgehen. Dann ist es auch viel einfacher. Also das ist, genau. Na, wenn du das ist wenn quasi der Grundanker. Okay, cool. Also du machst einen Tagesplan, den machst du am Tag vorher und du führst ihn am nächsten Tag auf. Das ist dein erster Punkt. Exakt. Und ja, dann kommen wir jetzt mal konkret zu dem, wie, also meine Morgenroutine im Grunde genommen, ich stehe auf, ich versuche, wir reden jetzt übrigens von der Musterroutine. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag so agiere, es gibt Ausnahmen, es gibt, wenn ich reise, mache ich es nicht und so weiter, aber das ist der Idealfall. Der Idealfall ist, ich stehe auf, idealerweise auch früh, irgendwo zwischen 7, 8 Uhr. Ich persönlich habe es früher gehasst, früh aufzustehen, als ich jünger war. Mittlerweile bin ich großer Fan davon, ich versuche es auch immer wieder, weil ich einfach die Atmosphäre morgens mag, dieses Stille, jeder arbeitet, du kannst vorankommen, bevor der Tag so richtig gestartet hat. Das heißt, ich versuche idealerweise früh aufzustehen und das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen ist, ich stehe auf, ich laufe rüber in mein Office-Zimmer und ich setze mich vor zwei großen Rotlicht-Panels. Und was, weißt du, was das ist, Philipp? Nee, also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, UV-Licht, dass du daher deine hervorragende Bräune bekommst, aber das hat wahrscheinlich noch andere Gründe. UV-Licht ist zu gesundheitsschädigend. Ich benutze Rotlicht-Panels, ich will jetzt auch keine gewisse Marke nennen, spielt auch keine Rolle. Das sind quasi die gleichen Positiveffekte von UV-Licht, ausgenommen der Negativeffekte. Das Ganze nennt sich Lichttherapie und das hat viele verschiedene Zwecke. Das zum einen machen das viele Personen für ihre Haut, für Hautbeschwerden. Andere machen das für innere Organe, die dann besser funktionieren und fungieren können. Ein anderer Grund ist, warum ich es mache, dass du morgens, wenn du aufstehst, idealerweise 15 Minuten Lichteinstrahlung auf deinen Körper brauchen solltest, damit die Hormone in deinem Körper aktiviert werden, die dir die Energie geben, um den Tag zu starten. Mhm. Und das machen viele falsch, meiner Meinung nach. Die gehen dann an ihr Handy, dann hast du da Blaulicht und dann ist noch alles zu und so. Deswegen, bevor ich irgendwas mache, nehme ich mein Handy in die Hand, Wecker klingelt, ich stehe auf, laufe, setze mich vors Rotlicht und dann kriege ich erstmal dieses Licht, dieses Sonnenlicht, aber ohne die Negativfaktoren. Okay, Zwischenfrage mal kurz. Kriegst du dadurch auch Bräune oder ist es einfach, kann da gar nichts passieren? Nee, ich kriege keine Bräune. Ich bin ich auch richtig weiß. Ich wohne zwar in Dubai, einem der sonnigsten Länder jemals. Jetzt gerade bin ich braun, weil ich war im Solarium, muss zugeben. Im Solarium warst du, obwohl du die Wüstensonne quasi über dir hast. Ja, weil ich habe keine Zeit, eine Stunde oder zwei Stunden in der Sonne zu liegen. Ich habe Wichtigeres zu tun, deswegen schnell so haben, 7 Minuten, zack, wieder raus. Okay. Was aber, also jetzt die Leute, die das jetzt hören, denken sich, Alter, was ist das denn jetzt für ein Schwachsinn? Du erzählst was von Rotlicht und natürlicher Einstrahlung und dann gehst du ins Solarium und zerstörst deine Haut. Ich würde nicht sagen, dass es per se aber Zerstörung ist. Ja, auch da gibt es viele, das Maß macht das Gift, ja, und auch Solarium in kurzen Zeitabständen, gerade im Winter, wenn du quasi keine Sonneneinstrahlung kriegst, also dein Vitamin D-Level, wenn du es nicht anders supplementierst, sehr niedrig ist. Vitamin D ist ein extrem wichtiges Vitamin für das Wohlbefinden des Körpers. Ist es durchaus, ja, wenn du nicht eine halbe Stunde reingehst oder wenn du dich nicht 4-mal die Woche ins Solarium gehst, sondern das von mir aus 7 Minuten, das ist ja ein sehr kurzer Zeitintervall und du machst das, keine Ahnung, einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage, sage ich als Professor Dr. Ich mach's tatsächlich. Sage ich, das ja, ist also unbedenklich. Herr Dr. Hopf, ich mach's einmal 7 Minuten alle 2 Wochen maximal. So. Also meistens sogar länger, sogar nicht, weil ich es einfach nicht hinterhergehe. Aber ich fliege jetzt am Samstag spontanerweise morgen nach Deutschland und dann dachte ich, warum nicht nochmal vorher irgendwie, damit nicht jeder denkt, ich bin weiß. Also, aber das hat nichts mit meiner Routine zu tun. Streichen wir das Solarium-Ding. Also wir haben jetzt Tagesplan,
du stehst Vorabend-Tagesplan, du stehst auf, erstmal 15 Minuten Rotlichttherapie. Genau, 15 Minuten. Und während ich diese Rotlichttherapie mache, mache ich 4 Dinge bei der Zahl. Das erste ist, ich habe 2 Bücher, die ich lese, und diese 2 Bücher sind tagesgetaktet. Das heißt, diese beiden Bücher haben eine Seite für jeden Tag des Jahres, in dem sich quasi eine Weisheit fürs Leben befindet. Ich will jetzt nicht die exakten Büchernamen nennen, weil ich die nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Also manchmal sind gute Sachen dabei, meistens eher nicht. Der Grund, warum ich das mache, ist eigentlich eher der Routines willen, als dass ich diese Bücher so toll finde, sondern wenn ich mal was Gutes finde in einem dieser Bücher, dann poste ich es auch, aber es ist eher selten der Fall. Sprich, ich lese diese 2 Bücher, diese 2 Seiten von Büchern, und meistens schreibe ich mir dann irgendwelche Dinge auf, die ich persönlich in direkte Assoziation bringe mit dieser Weisheit, die da steht. Zum Beispiel steht da dann die Weisheit drin, um ein Beispiel zu nennen, denke mehr an deine Mitmenschen. Gut, dann überlege ich, in welchem Szenario hätte ich persönlich mehr an meine Mitmenschen denken können oder wann habe ich es gemacht, und dann schreibe ich ein bisschen was dazu, weil meiner Meinung nach ist das Schreiben an sich eine der wichtigsten und besten Tätigkeiten, um dein Gehirn zu trainieren, zu denken. Weil wenn du schreibst, musst du denken und musst auch Dinge rational zu Worte bringen, außer du schreibst jetzt irgendwelche Gedichte. Mhm. Also das sind die 3 Dinge, die ich mache. Und das vierte, was ich mache, ist, ich versuche zu meditieren. Also das sind ja 2 Seiten nur. Dann schreibe ich 2 Minuten, dann habe ich ja noch 10 Minuten left. Dann schließe ich meine Augen und versuche einfach an nichts zu denken und einfach mein Kopf quasi, jeder hat ja eine andere Definition von meditieren, aber einfach mich gehen zu lassen so ein bisschen. Ich finde es schon mal sehr, sehr interessant. Ich möchte aber dann noch nichts dazu sagen, was du da als morgendlichen Routinen hast. Ich meine, wir machen das ja erst seit kurzer Zeit. Wir haben unterschiedliches Alter. Wir sind, wie ich meine, sehr unterschiedliche Menschen. Und doch spiegelt sich da schon einiges. Aber war es das jetzt oder geht es noch weiter? Dann geht es weiter. Dann nach diesen 15 Minuten setze ich mich an meinen Schreibtisch. Ich mache mir einen Grüntee. Wichtig ist, ich trinke nur ausschließlich Grüntee. Kaffee versuche ich meistens zu vermeiden und benutze es ausschließlich als Notfalloption quasi, wenn wirklich mal ein schlechter Morgen ist. Ich hatte schlechten Schlaf und dann brauche ich das, weil es ist jetzt ein wichtiges Meeting oder so. Mhm. Das heißt, ich trinke Grüntee und ich trinke einen speziellen Grüntee, der nennt sich Gyokoro Samurai. Das ist ein japanischer Grüntee, einer der teureren Grüntees. Und ich sag dir ehrlich, ich habe viele verschiedene Grüntees ausprobiert und das war der, wo ich mich tatsächlich am besten gefühlt habe. Ob es ein Placebo ist oder nicht, aber ich habe halt viele verschiedene Grüntees ausprobiert und bei diesem Grüntee hab ich einfach das Gefühl gehabt, hey, der bringt mir den Effekt, den ich versuche damit zu bewirken, Energie, langanhaltend und auch Fokus. Und dementsprechend trinke ich diesen Grüntee, der ist auch interessanterweise, der darf nur auf so ungefähr 60 Grad erhitzt werden. Meistens beheizt man ja Tee irgendwie auf 90 Grad oder 100. Das heißt, ich beheize den auf exakt 60 Grad, dann mache ich mir den mit den Teekräutern, nicht mit Beuteln. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch, trinke meinen Tee und arbeite meine Tagesplanung. Und machst du auch mal einen zweiten Aufguss rein? Es gibt doch auch Leute, die sagen, du kannst die Blätter nicht nur einmal nutzen, sondern es kommt sogar noch eine andere Wirkung raus, wenn du das zweite oder dritte Mal machst. Ich nutze die Blätter meistens maximal 2-mal. Ich habe mich jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt, ob da irgendwelche Dinge passieren. Also ich trinke maximal so 2-3 Grüntees, dann arbeite ich eigentlich stundenlang vor mich hin. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, weil das trägt ja auch dazu bei, ich zeichne alle kleinen Aufgaben einzeln auf und jedes Mal, wenn ich eine abschließe, verstreut mein Gehirn quasi Dopamine. Exakt, ja. Das heißt, meine Dopaminaufstellung in meinem Gehirn ist von Aufgaben absolvieren abhängig und nicht von Spielen oder Essen oder irgendwas. Und das ist halt eine positiv wirkende Routine, die ich mir selber aufgebaut habe, die es mir halt ermöglicht, einfach produktiver zu sein. Und du hast viele Gewinne, viele Siege, die du jeden Tag hast. Ja, das ist ja jede Aufgabe, die du erreicht hast, ein kleiner Sieg über dich selber. Und da du dir die Sachen aufschreibst, wirkt das ja noch viel stärker. Und du hast eine erledigt, dann ist es ein Sieg. Und jetzt kriegst du quasi eine Dopaminaussendung. Und das machst du den ganzen Tag so. Absolut. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon. Es gibt ja viele Leute, die sagen, pack die wichtigste Aufgabe an den Anfang des Tages, damit du es durch hast. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde sagen, pack dir erstmal so 1, 2, 3 kleine Aufgaben, die du easy absolvieren kannst und dann die wichtigste, damit du ins Momentum kommst. Du hast schon 3 Dinge erfolgreich absolviert. Dann machst du halt die 4. auch easy hinterher. Mhm. Also so gestalte ich das Ganze und dann
um jetzt quasi zum Ende des Tages dann wieder zu kommen, irgendwann zwischendurch mache ich vielleicht mal einen Coffee Break, wenn es notwendig ist, aber versuche ich auch zu vermeiden. Ich esse morgens nichts und ich esse mittags eigentlich auch nichts. Ich habe dann eine Mahlzeit, nachdem ich den Großteil und den wichtigsten Teil meiner Arbeit beendet habe, weil ich persönlich einfach das Gefühl habe, wenn ich esse, egal was ich esse, ich werde müde, ich werde träge, mein Gehirn arbeitet nicht mehr so gut und ich mag es, hungrig zu arbeiten. Das macht mir einfach, ich habe Gefallen daran, ich habe noch nie gemocht zu frühstücken. Ja, Hunger geht ja auch irgendwann weg, ne? Ja, genau, er geht irgendwann weg, dann trinkt man halt noch einen Grüntee und dann ist es wirklich weg und dann abends, also teilweise 10 Stunden lang arbeite ich. In verrückten Phasen, wenn der Markt verrückt dreht, dann habe ich auch mal 16 Stunden am Tag gearbeitet. Dann gab es eine Mahlzeit am Ende und danach schlafen und am nächsten Morgen geht's weiter. Aber aktuell versuche ich ein bisschen mehr zu balancen und abends dann noch Sauna und Dampfbad und Eisbad vor allem zu machen. Also so quasi in so einen Eispool. Ich mache dann Saunagang 5 bis 10 Minuten und dann 1 Minute lang Eispool, dann wieder Dampfbad 5 bis 10 Minuten, 1 Minute Eispool. Am Anfang habe ich es gar nicht hinbekommen mit diesem Eispool, das war katastrophal, ich bin nach einer Sekunde rausgesprungen. Mittlerweile geht's eigentlich, so 30 Sekunden, eine Minute. Philipp, warum grinst du so hämisch? Nee, weil es ist mir einfach jetzt noch klarer, warum du in deinen jungen Jahren, das hört sich immer so an, aber warum du da schon so weit gekommen bist, weil du einfach ein Set an extrem effektiven Routinen in dein Leben eingefügt hast, indem ich einfach noch mit Blödsinn, whatever, einfach meiner jugendlichen Naivität beschäftigt war und halt andere Dinge gemacht habe und du das in deinem Alter jetzt schon gemacht hast und das extrem viel, was du machst, resoniert bei mir und ist sehr ähnlich wie das, was ich mache. Das freut mich mega zu hören. Das Ding bei mir war halt einfach, ich bin ja schon früh selbstständig gewesen und ich hatte oft keine Routine und ich bin aufgewacht und mir ging es nicht gut und dann habe ich trotzdem gearbeitet, weil ich musste. Also die Willenskraft war immer da, aber ich habe mich dann halt kacke gefühlt einfach. Und weil ich dann eine Lösung haben wollte, um mich besser zu fühlen, bin ich selber quasi als Konsequenz darauf gekommen, hey, wenn ich das und das mache, geht es mir besser, okay, dann mache ich es halt. Ja. Also es geht wirklich um persönliches Wohlbefinden und nicht, ich habe in einem Buch gelesen, hey, man sollte ein Dampfbad machen und dann ein Eisbad und dann ist man ein Superman, sondern probiert es einfach mal selber aus. Ihr seht dann, wie ihr euch fühlt genau. Und ihr seht, wie viel besser ihr Stress unter Kontrolle habt und den Tag im Griff habt und deswegen mache ich das und dann, wie gesagt, komme ich nach Hause. Idealerweise habe ich vorher schon den Vortag geplant am Ende meiner Arbeit, treffe mich vielleicht noch mit ein paar Freunden auf entspannt und das war's. So sieht ein Tag bei mir aus. Ein Tag bei Kian Hoss. Okay, sehr interessant, sehr auf jeden Fall aufschlussreich. Lass mich mal direkt gleich durchstarten, weil ich finde es erstaunlich, weil, schau mal, ist ja nicht so, dass wir uns seit 10 Jahren kennen und wir hätten über diese Sachen schon mal gesprochen oder so und es gibt zigtausende verschiedene Dinge, die man tun könnte und dass es sich nachher auf so wenig runterkristallisiert, wie ich das mache, seit vielen Jahren jetzt auch schon, wenn auch nicht so lange und schon so früh angefangen wie du. Also fangen wir mal an, mein täglicher Habitus, ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, um auch dazu nochmal zu reflektieren. Am Vorabend oder jeden Vorabend schreibe ich meinen Tagesplan. Ich schreibe den in einen sogenannten Helfrecht rein. Helfrecht ist diese Firma, die das macht. Das ist, glaube ich, sogar so aus der Waldorf-Richtung, Rudolf Steiner-mäßig, an sich einfach dahingehend, dass ich muss das Ganze, weil ich bin Legastheniker, ich habe das ja schon gesagt, ich bin eigentlich ein sehr zerstreuter Typ. Mein Bruder und ich, wir witzigerweise alle drei Geschäftsführer in der Firma sind früher die stärksten Legastheniker geworden. Du wirst es ja nie ganz nicht sein. Aber ich erinnere mich noch daran, als mein Bruder Christopher seinen eigenen Namen nicht richtig schreiben konnte. Ja? Bei mir war das auch so. Hm. Und als ich meinen Mentor dann kennengelernt habe, ich habe das ja mal erzählt, das ist eine Frau, mit der ich jetzt seit 12, 13 Jahren arbeite zusammen, nach wie vor. Hat die mir gesagt, du musst einen Helfrecht führen und jeden Tag minutiös reinschreiben, was du machen möchtest. Und du musst es aber per Hand schreiben, weil es für einen Legastheniker einfach ist, das, was du handschriftlich machst, dass diese Ströme oder wenn du so willst, diese Informationsenergie in dein Hirn zurückgeht. So, das Helfrecht ist der erste Punkt. Notizblock, oder wie? Ja, kannst du mal einfach eingeben bei Google. Helfrecht ist eine Firma, die machen Notizblöcke auf eine bestimmte Art und Weise. Ich nehme diese Blöcke immer raus und die kommen dann bei mir in ein Paketchen rein. Da steht dann, was weiß ich, 2012, 2013. Und dann habe ich das ganze Jahr in Zukunft aufgereiht, quasi organisiert neben mir. Und wenn ich irgendwann sagen möchte, was habe ich vor 8 Jahren an dem und dem Tag gemacht, whatever, aus irgendeinem Grund, ja.
hole ich das raus, schau genau und dann ist da genau mein Tagesplan drin. Ja? Also ist eine sehr interessante Sache. So, schreibe ich auf, ganz genau mit Zeiten drin und plane mich dadurch, wahrscheinlich ähnlich wie du, und versuche das dann am nächsten Tag, diese Dinge abzuarbeiten. So, ich stehe auf. Erster Punkt, den ich mache, ist, ich meditiere. Jetzt muss man sagen, das schwankt manchmal ein bisschen. Manchmal mache ich erst Gymnastik, das sind Dehnübungen. Das ist meistens so eine Dehnübung, dass, weil ich einer bin, der auch, ich schlafe mit meiner Frau im Bett und dann bist du halt irgendwann in einer Snuggle-Position und du bist dann nicht mehr ganz gerade, wie du eigentlich schlafen solltest, den ganzen Abend so mit deinen Händen oben, was für deinen Körper am besten ist eigentlich, sondern du bist halt gedreht und deine Sehnen, ich spreche jetzt als 38-jähriger Mann, ich merke es einfach schon teilweise, dass ich halt morgens aufwache und erstmal denke, oh, was ist da los? Ja, und ich erstmal strecken. Erstmal strecken. So, also mache ich meine Dehnübungen oder umgekehrt, ich gehe direkt auf mein sogenanntes Fatushon, das ist ein japanisches Quadrat, ja? Das ist mit Schafsfell gefüllt und dann habe ich so eine Art Ballon, auch aus Stoff, da ist auch Schafsfell drin und da setze ich drauf und dann mache ich meine Meditation und die Meditation, die ich mache, ist Zen-Meditation, also das ist die japanische Form der Meditation, indem man nicht versucht, an einem spezifischen Gebiet zu arbeiten, eine Sache anzugehen oder sie zu durchdenken, sondern im Gegenteil versucht, an gar nichts zu denken. Warum? Das kommt mir auch sehr entgegen, weil ich bin jemand, der die ganze Zeit, ja, das hört niemals auf. Ich habe die ganze Zeit Gedanken im Kopf, verschiedenste Sachen und bin eigentlich nicht multitaskingfähig. Also wenn du mit mir redest und ich gleichzeitig Auto fahre oder so, du versuchst mir irgendwelche Fragen zu stellen, begibst du dich in dem Moment in eine lebensgefährliche Situation. Ja? Weil du darfst mich einfach nicht ablenken bei dem, was ich mache normalerweise. Und wenn ich zwei, und wenn okay, jetzt einer nebendran redet oder so, eins kann ich nicht hören. Gesundheit. Auf jeden Fall meditiere ich und versuche, komplette Stille zu haben, diese Momente zu haben von 30 Sekunden bis zu einer Minute, wie lange auch immer es geht, wo du einfach alle Gedanken gehen lässt und nur noch schwarz ist. Stell dir das wie als leichte, ein Geräusch, ist, das ist ein leichtes Rauschen. Und dann schaffst du es endlich mal, diese Maschine, die tagsüber denkt und nachts träumt, also niemals stoppt, diese endlich mal anzuhalten, ja? Runterzukommen. Da sitzt du auf diesem Ball. Genau. Genau. Das ist so wie. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber das ist einfach so ein Gymnastikball, oder? Eine schwarze Matte, die ist ungefähr einen Meter breit, einen Meter, also im Quadratischen, gleiche Maße. Und es ist ich kann mal da ein Bild einfach bringen, und so eine Art Ballon, einfach so einen, wie ein festes Kissen, wo Schafsfell drin ist. Ja? Und da sitzt du drauf und nimmst deine Meditationshaltung ein. Das gibt es unterschiedlichste Formen, je nachdem auch manche Leute, die es halt nicht mehr können. Ich überkreuze meine Beine und dann hast du eine bestimmte Handstellung, die da ein ist. Ich soll es vielleicht mal so in die Kamera zeigen. Und hier berührst du dich oben mit deinen Daumen ganz leicht. Und dann atmest du und versuchst, dreimal so lange auszuatmen, wie du davor eingeatmet hast. Also insgesamt alles ruhig zu stellen. Und es ist auch so, ich mache das im Durchschnitt 15 Minuten. Ich stelle mir dann auch eine Uhr, die piept dann nach 15 Minuten. Dann komme ich total einfach völlig fokussiert, zentriert aus dieser Sache raus. Und dann stehe ich auf und dann mache ich, und dann gibt es eine kleine Zelebration, du sagst quasi einmal an die Meditationsmatte oder diesen Ort, bedankst du dich dafür und du bedankst dich einmal an die Welt. So, das ist halt dieses kleine Ritual, okay, wiederum, das ich da kennengelernt habe und seitdem mache. Das extrem, extrem wichtig ist, ich kann nur allen Leuten sagen, beschäftigt euch mit Meditation, wenn ihr wirklich eine Veränderung in eurem Leben haben wollt, dass beispielsweise eure Aufmerksamkeitsleistung, eure Reaktionsfähigkeit massiv verbessert wird. Ja? Da gibt es Studien darüber, wie Leute beispielsweise Autounfälle verhindert haben, weil sie länger meditieren und einfach deine Aufmerksamkeit, deine Blitzaufmerksamkeit ist deutlich schneller, weil dein Hirn sich, wenn du so willst, irgendwie besser ordnet. Ja? So, also auf geistige jeden Fall, und innere Ruhe. Geistige, innere mentale Ruhe. Mentale Ruhe. Räumt dich auf. Du bist auch nicht mehr so schnell, dass du mal, keine Ahnung, unter Stress im Büro ausrastest oder rumschreist oder so. Ich merke das immer, wenn ich das mal ein paar Tage nicht gemacht habe, dass ich dann fahriger, vielleicht auch ein bisschen aggressiver werde oder so, schneller mal aus der Haut fahre und nicht mehr so in mir selbst bin. Ja? Also, nächster Punkt, Meditation. Dann mache ich etwas, das ziehe ich seit
drei Jahren durch und ich würde sagen, das ist von all den Punkten, wenn ich sagen würde, es gibt bei all den Punkten, wie du sagst, Urlaub, mal irgendwas, keine Ahnung, dass ich es auch mal nicht mache, diesen einen Punkt halte ich absolut immer durch, ohne eine einzige Ausnahme. Und das ist, seit drei Jahren sage ich mir jeden Morgen, egal ob Sommer oder Winter, ich gehe unter die Dusche, ich mache die erst eine Minute auf eiskalt und ich lasse oftmals das Licht noch in der Dusche aus, damit es diese auf die Fresse, die du dann kriegst, noch härter ist, weil es ist, was ist noch schlimmer als in kaltes Wasser zu gehen, in der Dunkelheit in kaltes Wasser zu gehen, ja? Und du willst ja im Winter gerade draußen minus 8 Grad und du, ich will einfach nur ein bisschen Wärme haben. Und dass diese, ich sag's jetzt mal ganz klar, diese innere Pussy es gar nicht erst wagt, bei mir auch nur mit einem Auge um die Ecke zu schauen, gehe ich in die Dusche rein und gebe mir erstmal zack, eine Minute auf den Kopf drauf und ich dusche grundsätzlich nur kalt. Nur kalt. Also ich wüsste. Eine Minute kalt und danach nicht mal warm. Nee, nicht mal warm, sondern einfach nur kalt, Dusche aus, nicht nach unten schauen, sonst siehst du dort nichts mehr und dann wieder raus, ja. Aber was mit Shampoo und solchen Geschichten? Ich benutze kein Shampoo. Angenommen, ich würde jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt mega Sport gemacht oder ich bin ja Angler, ich wäre jetzt drei Tage am See gewesen und rieche dann wie ein Waschbär, ja, dann benutze ich natürlich auch Shampoo, aber normalerweise brauchst du das nicht und Menschen, seit wann gibt es denn bitte Shampoo? Das ist ja erst eine super neue Empfindung. Also ich benutze natürlich ein Deo, ich benutze ein Parfum, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich irgendwie stinkig rumlaufe, aber ich benutze, siehst ja, ich habe einen Millimeter auf dem Kopf, wozu brauche ich ein Shampoo? Ja? Okay, aber warte. Diese Tätigkeit, dass du morgens aufstehst, du gehst direkt in die Dusche. Die Dusche ist dunkel. Ich gehe erstmal meditieren. Ja? Erstmal komme ich runter. Nach dem Meditieren, okay. Nach dem Meditieren. Du bist unten. Umgekehrt würde es nicht funktionieren. Ja? Umgekehrt wird es nicht funktionieren, weil durch das Duschen, das ist wie, das ist für mich, ich bin eher der Morgenmuffeltyp und wenn ich quasi, ich komme nicht so richtig in die Gänge, dann bin ich so, ich merke so, mein Gang ist nach unten, ich habe nicht diese Energie. Also was mache ich? Du gehst beispielsweise unter dieses Rotlicht, das werde ich mir, ich habe es mir hier schon notiert, sofort danach anschauen und ich brauche das einfach, ich brauche direkt morgens schon eine, ohne Ansage, pam, rein und das ist meine eigene Überwindung, weil manchmal habe ich da auch keine Lust drauf, ja, so, oder du hast mal, keine Ahnung, hast mal eingesoffen oder so. Nicht, dass ich sowas jemals machen würde. Aber niemals. In früheren Jahren, ja. Und dann, du willst eigentlich gar nicht und dann richtig. Aber bam. Machst du das ausnahmslos? Jeden Tag? Jeden Tag. Egal wo? Wirklich, ich schwöre bei Gott, ich mache das jeden Tag. Bei allen anderen Alter. Sachen würde ich sagen, es gibt definitiv Punkte. Heute Morgen habe ich nicht meditiert. Ja? Heute Morgen habe ich nicht meditiert, gebe ich zu. Aber ich dusche jeden Tag kalt. So. Ich finde diese Eisdusche, wenn du das mal mit meiner Routine vergleichst, mit diesem, ich gehe erst in eine super heiße Sauna, mein Körper heizt sich langsam auf und dann gut, von der Hitze in die Kälte ist halt angenehmer als von normal in die Kälte im Dunkeln. Das ist nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Level. Aber es ist sehr witzig, dass du das sagst. Es ist witzig, dass du sagst. Ich hab einen anderen Freund und der ist auch ein richtiger Pusher des Jahrtausends, wo ich auch immer sage, Junge, wenn ich deinen Antrieb nochmal habe, sage ich selber, da wäre ich schon längst Milliardär. Aber der sagt auch, wenn er das bei mir hört, was, du duschst kalt, oh Gott, das könnte ich niemals. Und denke ich mir, wie bitte, gerade du, Kian, der so den krassesten Drive hat mit 23 an der Autobahn mit 280 an anderen schon vorbei und du sagst, oh, was krass, du duschst kalt. Wie, du duschst kalt? Überleg mal, was ist kalt duschen bitte? Das ist gar nichts. Ja? Also für mich, ich es halt nicht anders gewöhnt bin. Ich kann nicht mehr. Du bist es gewöhnt. Ja? Ich bin es nicht gewöhnt. Ich versuch's, also ich nehme mir vor, ihr seid jetzt alle Zeugen in diesem Podcast, ich werde es mal irgendwann ausprobieren für einen Zeitraum. Aber ich glaube, ein Tag bringt nichts. Man muss das schon dann mal mindestens zwei, drei Wochen durchziehen. Das ist bei allen Routinen so. Consistency over Intensity. Exakt. Also wenn du jetzt einmal super kalt duschst, bringt es nicht ansatzweise so viel, wie wenn du über einen Monat hinweg kalt duschst. Genau. Und okay, wie geht's weiter dann? Und irgendwann geht's so, irgendwann geht diese Routine, egal welche Routine du hast, ist wirklich völlig irrelevant. Bei mir ist es jetzt halt dieses Duschen, das hat sich bei mir eingebrannt. Und egal welches ist, irgendwann wird es so normal, dass es unnormal wird, es nicht mehr zu tun. Und das ist der Zustand, den du erreichen möchtest, gerade wenn du was positiv machst. Also, ich komme aus der Dusche raus, trocke mich an, ziehe mich an und dann habe ich hier ziemlich zerfledderte, alte Bücher oder Notizbücher, könnte man sagen, und da stehen meine Glaubenssätze, meine Affirmationen drin. Das sind die allerersten früher, da sind die ganzen Seiten schon rausgerissen, da sind auch Bilder von meinen Großeltern drin. Und da habe ich geschaut,
Das erste ist hier von Anfang 2012. Ich meine, dass ich es früher schon eingemacht habe, aber das ist auf jeden Fall der, wo ich jetzt ein Datum drauf habe, Anfang 2012. Also etwas mehr als 10 Jahre. Und da stehen Affirmationen drin. Die beginnen alle mit, ich bin froh und dankbar. Ja, ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens, dass ich mir meine Affirmationen aufschreibe, meine Glaubenssätze und die immer wieder und wieder und wieder wiederhole. Und da bin ich nicht nur Anhänger dieses Glaubens, dass es funktioniert, sondern da bin ich absoluter Fanatiker. Weil ich weiß, dass in diesen Büchern siehst du meinen Lebensweg drin, bevor ich ihn erreicht habe. Ja? Da sind, keine Ahnung, Einkommensziele drin, die damals für mich absolut unerreichbar waren. Also vom Gedanke her so unglaublich, wenn ich das erreichen würde. Und wenn ich, heute ist es so, wenn ich nur noch das verdienen würde, würde ich depressiv werden. Ja, also ich bin schon so weit an diesem Weg dran vorbeigegangen und es ging nur, weil ich mir immer wieder neue und neue und neue Ziele gesteckt habe, aber nicht nur Ziele, das ist ein Punkt, Ziele zu setzen und dann auch anzuerkennen, wie krass das ist, dass dein Unterbewusstsein dir hilft, diese Ziele, die du hier niedergeschrieben hast, ins echte Leben zu materialisieren, weil das ist wirklich die Macht dieser ganzen Sache, haben wir letztes Mal schon geschrieben, aus dem Buch heraus, The Secret von Rhonda Byrne, da habe ich... Ich habe es mir übrigens bestellt. Da habe ich mir auch auf mein Kindle geladen. Tolles Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Mal sehen. So, und da sind dann aber auch Punkte drin, wie zum Beispiel, ich lese mal einen vor. Ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Das ist einer meiner Core-Prinzipien, dass ich mir selber sage, dass es meine größte Freude und mein Vergnügen ist, meine Ziele zu erreichen. Um mein Selbstbewusstsein darauf zu primen, wie sagt man auf Deutsch, darauf zu fokussieren, dass es programmieren, dass es das Tollste ist, meine selbstgesetzten Ziele zu erreichen, um das nochmal zu verstärken. Oder ich sage mir, durch meine... Wenn ich dich einmal unterbrechen könnte, meine Frage wäre, weil ich habe so, was meine persönliche Ansicht zu diesen ganzen Affirmationen ist, ich sehe es ähnlich. Ich persönlich bin eher so ein Visualisierungsmensch. Also ich habe oft, wenn ich jünger war, mir einfach Szenarien visualisiert, in denen ich mich gesehen habe. Ist auch genau so. Obwohl ich noch nicht da. Aber wenn es um tatsächlich Wort für Wort Affirmationen gibt, habe ich eigentlich nur eine primäre, an die ich tatsächlich, wenn du es jetzt erwähnt, wirklich auch täglich denke. Und deswegen will ich dich erstmal fragen, wenn du eine dieser Affirmationen aussuchen müsstest, welche würdest du nehmen? Also wahrscheinlich wäre es jetzt die hier. Ich kontrolliere meine Gedanken und Gefühle und damit mein Leben, meine Gegenwart und meine Zukunft. Sprich, alles, was passiert in der Vergangenheit, in der Gegenwart, sind die Entscheidungen meiner Vergangenheit und ich habe genau das erhalten, für was ich selbst gearbeitet habe oder was ich selbst an Gedanken herausgesendet habe, ja? Also an gedankliche Energie herausgesendet habe. Alles, was du in den Wald schreist, so wie du in den Wald schreist, so halt es zurück. Dem würde ich hundertprozentig zustimmen. Also ich persönlich habe das mal in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber es gibt nur drei Arten von Disziplin. Es gibt die Disziplin des Handelns, beziehungsweise erstmal die Disziplin der Wahrnehmung. Wie nehme ich Dinge wahr? Wie gehe ich damit um? Das Handeln, wie entscheide ich? Wie handle ich? Und das Willen, wie du dann damit umgehst. Das heißt, im Grunde genommen, indem du deine Wahrnehmung kontrollierst, kannst du in jeder Situation geistig klar sein und so in der Lage sein, Handlungen unter allen Umständen richtig und gerecht umzusetzen. Absolut. Und dann letztendlich effektiv deinen Willen für das größere Ziel, die größere Vision dementsprechend ausrichten und zielen und nutzen zu können. Und das interessanterweise ist meine Affirmation quasi eine ähnliche. Die sagt Folgendes, ich lese sie einmal vor, ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich glaube und ich weiß mit Sicherheit, dass ich die Weisheit und die Perspektive finden kann, mit allem umzugehen, was die Welt mir vorsetzt. Das ist meine, die ich mir aufgeschrieben habe. Gut, auch die entspricht sehr dir. Das geht ist, in da die siehst gleiche du, wie Richtung. Intellektuell die auch aufgebaut ist, wie ein echter Lyriker. Aber es geht genau in die gleiche Richtung. Alle Hürden, alle Obstacles, alles, was dir in den Weg gestellt wird, kannst du erklimmen und du kannst daraus sogar Stärken machen danach. Ja? Und viele Leute scheitern ja genau daran oder nehmen eine Opferhaltung ein.
das ist so schade, das ist so traurig, jetzt habe ich wieder irgendwas oder alle sind fies zu mir oder ich lerne immer nur scheiß Frauen kennen. Ja. Oder alle Männer, die ich kennenlerne, sind nur blöd zu mir, whatever. Das ist, also ich hatte das ja schon mal im alten Video gesagt, das triggert mich immer, wenn Leute mir mit diesen, da möchte ich wirklich eigentlich denen eine direkt eine verpassen, weil das sind so, das ist eine Opferhaltung, die du einnimmst und sobald du eine Opferhaltung einnimmst, bist du ein Opfer. Es ist einfach so. Ja? Und wenn du dich entscheidest, es nicht zu tun, dann kannst du deine eigene Rolle einnehmen, die du für dich haben möchtest. Also ja, ich guck mal, du liest keine Glaubenssätze, du machst es aber auf so natürliche Art und Weise sowieso schon und implementierst es in dein Leben, dass wahrscheinlich, wenn du das tun würdest, bewusst, wärst du noch 10-mal mehr uneinholbar. Ja? Also das sind so Punkte. Und jetzt noch einen letzten Punkt, den ich sagen möchte, was ich wieder aufgenommen habe. Das hat mich der letzte Podcast mit dir inspiriert dazu. Ich hatte dir erzählt von einem Buch, dass ich lange Jahre jeden einzelnen Tag gelesen habe. Und dieses Buch ist von Napoleon Hill. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. In der englischen Originalversion heißt es Think and Grow Rich. Das sieht schon gut mitgenommen aus. Also das hast du ja schon oft gelesen. Richtig. Von, kann es sein, 2003? Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr oft gelesen. Und jetzt, seitdem wir es gemacht haben, nehme ich mir das abends wieder. Warum? Was du ja schon gesagt hast, was wir besprechen mit dem täglichen Habitus, ist, wir wollen unseren Tag positiv aufladen. Nach dem Aufstehen Siege dir selber, Siege zufügen, dass dein Selbstbewusstsein aufgebaut ist, dass du einen positiven Mindset hast, dass du gut eingestellt bist, dass du mit breiter Brust rausläufst, dass du sagst, alles klar, alle Widerstände, die ich heute habe, die erklimme ich. Ja? Und das Gleiche solltest du aber auch machen, wenn du den Tag beendest. Das ist so die optimale Form, wie du deine Energie aufladen kannst. Positiv aufladen, positiv beenden. Und ich habe dir ja gesagt, ich nehme dieses Buch. Heutzutage, ich habe das schon locker über ein Dutzend Mal ganz gelesen. Und jetzt mache ich einfach meine Augen zu, mache irgendeine Seite auf. So, und diese Seite, also Doppelseite, die lese ich dann. Und wenn du so willst, entscheidet whatever. Jehova, der liebe Hopp, der liebe Gott oder Allah entscheidet. Der liebe Hopp. Der liebe Hopp entscheidet, was ich dann da lese. Welche Seite es wird. Das ist dann der richtige Inhalt für mich. So. Aber sind die Seiten denn dann auch in diesem Buch so eins unabhängig, dass du wirklich auch randomly... Nicht unbedingt, aber das ist ja nicht wie ein Roman geschrieben, dass da jetzt quasi irgendwie du irgendeinen Handlungsstrang mittendrin bist, sondern da geht's halt, es geht im Endeffekt um Erfolg und wie der kommt und wie Energie entsteht und wie du durch... Da sind wir wieder bei Affirmationen, wie du durch deine gedankliche Energie viel, viel größere Sachen schaffen kannst, wie beispielsweise Henry Ford das Automobil erschaffen hat, ohne dass es da war, einfach nur aus seiner Gedankenkraft, oder ein Erfinder, wie erfindet er denn irgendwas in der materiellen Welt? Er überträgt seine Gedankenkraft und baut sie vom kleinsten Teil in eine riesige Sache auf, und das ist das Materialisieren, ja. Für mich war es auch schwer, das erstmal so zu begreifen, aber dieses Visualisieren, dieses man manifestiert Dinge aus seinen Gedanken heraus, es ist eigentlich relativ simpel, weil wenn du mal überlegst, als Henry Ford das Auto gemacht hat oder egal was, bevor das Auto in der physischen Welt da war, war es ein Gedanke. Es war ein Gedanke, ohne diesen Gedanken wäre das Auto nicht da gewesen. Es ist eine simple Kette an Ereignissen, die eigentlich relativ logisch scheint. Und das Einzige, was dich begrenzt, das zu erreichen, was du willst, bist du selbst, wenn du gar nicht erst daran denkst oder denkst, du kannst es nicht schaffen. Und dementsprechend ist auch meine Einstellung absolut die gleiche. Setz deine Ziele so hoch, wie es geht, weil du bist der Einzige, der dich darin beschränkt. Deswegen habe ich mir auch schon immer sehr, sehr große Ziele gesetzt und arbeite daran. Aber mega interessant, das von dir auch so zu hören. Also das mit dem Eis duschen, ich werde es ausprobieren für einen längeren Zeitraum, nicht jetzt vielleicht, eigentlich müsste man, wenn man sowas sagt, müsste man es direkt eigentlich machen, aber ich werde es ausprobieren. Deine Bücher habe ich mir auf jeden Fall auch bestellt, also beide, Napoleon habe ich auch noch nie gelesen, aber habe ich mir jetzt auf mein Kindle gezogen. Ich würde sagen, wenn du so weit durch bist, ist es eigentlich, neigen wir uns dem Ende des Podcasts, oder? Mhm. Ich habe noch eine Bitte an jeden Zuschauer von euch, beziehungsweise eine offene, ein offener Ausruf. Und zwar wurden wir jetzt öfter angeschrieben und kontaktiert per E-Mail von Video-Editoren, die sich angeboten haben, für uns kurz
Ausschnitte von den Podcasts zusammenzuschneiden und auf jeglichen Plattformen zu verbreiten. Und das Problem ist, es sind viele Leute, die uns anschreiben. Wir können nicht ohne Referenzen einfach jemandem zusagen. Wir haben auch Interesse daran. Wir glauben auch, dass der Podcast so mit Sicherheit mehr wachsen kann und noch mehr Leute diesen Podcast hören können. Aber wir sind zum Entschluss gekommen, Philipp und ich. Der beste und fairste Weg ist es, dass wir einfach einen offenen Ausruf starten. Jeder, der diesen Podcast gerade hier sieht oder hört, du, wenn du möchtest oder du kennst jemanden, kannst ihn gerne darauf hinweisen, dass er 100% Verfügbarkeit hat darüber, aus allen bestehenden Podcasts Clips zu nehmen, diese zu schneiden und auf sämtlichen Plattformen über sein eigenes Konto, also du erstellst dann im Grunde genommen ein Konto, zu verbreiten. Wir lassen das jetzt dann öffentlich bis Anfang Dezember laufen. Das heißt, jeder kann kurz Clips erstellen und dann schauen wir von den Accounts, die es gibt, welche machen das gut, welche machen das konsistent und welche sind auch erfolgreich. Und dann habt ihr quasi die Möglichkeit, dann Teil unseres Teams zu werden. Dann werden wir uns an euch wenden und ihr könnt dann theoretisch für uns arbeiten, auch mit monetärem Hintergedanken und damit Geld verdienen. Genau. Es liegt an eurer Willenskraft und an eurem Visualisieren an dieser Stelle, dass ihr das dann auch umsetzt. So ist es. Ja, super. Das Letzte, was ich jetzt eigentlich noch sagen würde, ist, mich würde das sehr interessieren. Ich glaube, ihr habt ja gemerkt, ich bin da wirklich Feuer und Flamme für dieses Thema. Schreibt doch bitte mal rein, welchen Habitus, welche Angewohnheiten, ob gut, ob schlecht, ist egal, welche grundsätzlichen Angewohnheiten ihr in euren Tag einbindet. Was macht ihr täglich? Was bringt euch weiter? Gebt einfach mal eure Ideen in die Kommentare rein, würde mich freuen und ich werde da auch gerne mal dazu ein paar Sachen dann selber schreiben. Mega interessant, ja Leute, kommentiert es auf YouTube, ich glaube auf Spotify und in iTunes geht das nicht, aber wie gesagt, auf YouTube gibt es nochmal die Videoversion des Podcasts, könnt ihr euch gerne anhören, wenn wir auch über irgendwelche Bücher reden, werden die da auch eingeblendet, aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, schaltet ein, immer montags und freitags ist unsere Schedule, wir haben das jetzt so geupdatet, zweimal die Woche und Philipp, vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Podcast. Adios.